was geht? Joey hier. Ich wollte dir nur von meinem Radfratz erzählen und wie überdurchschnittlich stark es ist. Es ist mal wieder nicht zu halten. Wir haben gerade gegen ein wildes Mirapla gekämpft und... Joey, Joey, Joey. Es ist ja alles schön und gut, wie toll dein Radfratz ist, aber ich muss hier gerade ein Video schneiden. Und wie es der Zufall so will, sprechen wir heute über die besten Radfratzkarten oder wie Joey sagen würde, die Top-Percentage-Radfratzkarten. Und für alle, die es noch nicht verstanden haben, dieses Video ist natürlich ein kleiner Witz, also nicht so ernst nehmen. Platz Nummer 5 geht an dieses Radfratz aus dem Set Hard Gold Soul Silver unerschrocken. Und seht ihr, wie dieses Radfratz aus eigener Kraft das Dach hochklettert? Das braucht ganz schön Muckis, daher Platz 5 für dieses Radfratz. Platz Nummer 4 geht an dieses Radfratz, die Pokémon Rumble Promo. Und Mensch, seht ihr das? Das ist ein starkes Radfratz. Es hat gerade im Alleingang dieses Bisasam im Hintergrund fertig gemacht. Was ein starkes Radfratz. Platz Nummer 3 geht an dieses aggressive Radfratz aus dem Set EX Team Rocket Returns. Und seht ihr, wie bereit es ist, sein Fressen zu verteidigen. Das ist auf jeden Fall ein Top 3 Radfratz. Platz Nummer 2 geht natürlich an dieses Radfratz, gerade mitten im Angriff. Gegen welches legendäre Pokémon kämpft es gerade? Arceus, Giratina, Palkia, Dialga, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall kann dieses Radfratz alle besiegen. Platz Nummer 2 natürlich an dieses Radfratz. Und welches Radfratz ist stark genug, um auf dieser Liste auf Platz 1 zu kommen? Es ist selbstverständlich dieses Radfratz aus Turbofeed, das gerade eine komplette Armee Top-Percentage-Radfratz kommandiert. Und diese hören natürlich, wie ihr wisst, nur auf das stärkste aller Radfratz, das Radfratz, die Nummer 1 unter den Radfratz. Daher Platz 1 an dieses Radfratz. So, jetzt kann ich auch wieder durchatmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War natürlich nur als kleiner Witz am Rande gedacht. Ich hatte die Idee und ich fand das viel zu lustig, um es nicht zu machen. Das nächste Video ist dann natürlich wieder ein normales. Trotz allem bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.